Darf ich euch vorstellen? Gianni Golfera, 41 Jahre alt aus Italien. Dieser Mann ist ein Phänomen. Er kann etwas, was nur sehr wenige Leute können. Gianni Golfera erinnert sich bis ins kleinste Detail an seine Kleinkindjahre. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ihr das nicht könnt, dann habe ich heute genau die richtige Frage für euch. Warum erinnern wir uns nicht an unsere Kleinkindjahre? Dazu zeige ich euch zunächst ein 3D-Modell des Gedächtnisses. Bestimmt seid ihr jetzt überrascht. Viele Menschen denken, dass das Gedächtnis ein abgegrenzter Raum ist. Doch es ist die Fähigkeit des Gehirns, Informationen aufzunehmen, zu speichern und zu erinnern. Dies geschieht an verschiedenen Orten und über unterschiedliche Wege. Wie ihr hier sehen könnt, ähnelt unser Gehirn einer Walnuss. Beide bestehen aus zwei Hälften und verschiedenen Bereichen. Ganz außen seht ihr das Großhirn, welches von der Großhirnrinde, auch Cortex genannt, begrenzt wird. Überall darauf und mit Hilfe von einem Bereich an deren Innenseite, dem Hippocampus, werden Informationen gespeichert. Unser Gehirn besteht aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen, den Neuronen, die wie Glieder einer Kette durch Synapsen zu einem riesigen Netzwerk zusammengefügt sind. Damit wir uns überhaupt erinnern können, hat unser Gedächtnis auch eine besondere Struktur. Diese zeige ich anhand eines Kistenmodells. Hier seht ihr das Ultrakurzzeit-, das Kurzzeit- und das Langzeitgedächtnis. Sie bestehen aus ähnlichen Neuronengruppen. Das Ultrakurzzeitgedächtnis, auch sensorisches Gedächtnis genannt, kann bis zu 16.000 Informationen aus dem Alltag zu ca. 2 Sekunden speichern und hat deswegen auch die Speicherkapazität einer mittleren Kiste. Nur für euch relevante Informationen werden in das Kurzzeitgedächtnis übermittelt. Dieses kann lediglich 5 bis 9 umfangreiche Informationen für Minuten bis Wochen speichern und hat deswegen auch die kleinste Speicherkapazität. Wenn eine Information stark emotional ist, zum Beispiel ein toller Urlaub oder ihr sie häufig abgerufen habt, wie Vokabeln, dann sorgt der Hippocampus dafür, dass diese vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis übermittelt wird. Das Langzeitgedächtnis kategorisiert die Informationen in mehreren Teilbereichen. Wichtig ist hier für euch aber eigentlich nur der explizite Teil mit dem episodischen Gedächtnis, in dem alle Erinnerungen sind, wie zum Beispiel an die letzte Klassenfahrt. Die Speicherkapazität des Langzeitgedächtnisses ist unendlich und teilweise sogar lebenslang. Sie entspricht deswegen hier auch der größten Kiste. Die Informationsübermittlung zwischen den drei Systemen könnt ihr euch grundsätzlich gleich vorstellen. Die Synapsen werden so verstärkt, dass die Erinnerung sich festigt und eine Neuronengruppe entsteht. Ruft ihr diese Erinnerung regelmäßig ab, nennt man das Konsolidierung. Doch je weniger ihr die Erinnerung abruft, desto schwächer werden die Synapsen. Sie bilden sich zurück und setzen bei Signalen weniger Botenstoffe frei. Eure Erinnerung wird damit einfach vergessen. Damit wir uns überhaupt erinnern können, ist es eigentlich ganz einfach. Denn warum wir uns überhaupt erinnern, dabei spielt vor allem die Synapsenentwicklung eine Rolle. Obwohl unser Gedächtnis schon so viele Neuronen wie das eines Erwachsenen hat und das direkt nach der Geburt, müssen sich die synaptischen Verbindungen dazwischen erst entwickeln. Hier seht ihr die Synapsenentwicklung bis zum Alter von 2 Jahren. Die Neuronen sind zunächst kaum verbunden und wie ihr hier sehen könnt, werden die Erinnerungen deswegen auch nur begrenzt angelegt. Wenn wir älter werden, entsteht durch die Neuronenbildung ein Netzwerk und die Synapsen sorgen dafür, dass alles besser vernetzt ist. Und deswegen muss sich das Gedächtnis auch erst einmal entwickeln. Wichtig für diese Entwicklung ist außerdem die Myelinisierung. Dabei werden die Axone ummantelt. Wie ein Elektrokabel mit isolierender Plastikhülle können sie so schneller und besser arbeiten. Die Axone zum episodischen Gedächtnis werden allerdings erst kurz vor dem 3. Lebensjahr myelinisiert. Außerdem muss das Gedächtnis des Kindes erst einmal die Strategie entwickeln, Synapsen zu stärken und Erinnerungen immer auf gleichen Wegen abzurufen. Stellt euch das wie bei einem Trampelpfad vor.
Statt immer den gleichen Weg zu benutzen und diesen so zu erhalten, sucht sich das Kind neue Wege. Und die alten Wege wachsen einfach wieder zu. Die Erinnerung wird damit schwerer zugänglich. Diese fehlende Strategie bewirkt auch, dass keine Gedächtnisstruktur gebildet werden kann, wie ihr eben gelernt habt, sondern nur unverknüpfte Erinnerungen existieren. Und dann werden diese auch noch durch das Erlernen der Sprache beeinflusst. In Bildern gespeicherte Erinnerungen bewirken, dass sich ein zweijähriges Kind etwa an einen Spielplatz erinnern kann. Durch die erlernte Sprache speichert das Gedächtnis die Erinnerungen dann aber in Worten. Alte bildliche Erinnerungen werden damit einfach überschrieben und unzugänglich. Wir können uns auch nur erinnern, wenn wir wissen, dass wir selbst es erlebt haben. Schaut ihr in den Spiegel, dann erkennt ihr euch. Aber ein Kind kann es erst mit circa 3 Jahren. Und genau in diesem Alter, mit 3 bis 4 Jahren, verdoppelt sich dann die Anzahl der Synapsen im Gehirn schlagartig. Alte Informationen werden überschrieben und die synaptischen Verbindungen verändert. Somit könnt ihr euch das jetzt so vorstellen, dass eure Erinnerungen einfach noch da sind, aber ihr keinen Zugriff mehr darauf habt. Jetzt wisst ihr, dass euch bekannte Erinnerungen meistens erst mit 3 oder 4 Jahren gespeichert wurden. Dieses Phänomen nennt man Kindheitsamnesie. Erinnert ihr euch doch an eure Kleinkindjahre, dann ist das vermutlich eine Scheinerinnerung an ein Foto oder an eine Erzählung. Aber kommen wir jetzt erstmal zurück zu Gianluca Ferra. Nein, er hat keine Scheinerinnerung. Gianluca Ferra merkt sich Informationen immer noch in Bildern und kann so auch auf seine Kindheitserinnerungen zurückgreifen, die er schon damals intuitiv wiederholt hat. Bei seinem Gedächtnis hat die Myelinisierung früher eingesetzt. Er ruft seine Informationen und Erinnerungen auf einem Trampelpfad ab und hat deswegen auch keine Umstrukturierung erfahren. Zusammenfassend können wir jetzt also sagen, dass Kleinkinder zwar schon die Fähigkeit haben, sich zu erinnern, diese aber grundsätzlich nicht voll ausgereift ist und durch eine Umstrukturierung ab dem 3. oder 4. Lebensjahr ganz neu aufgestellt wird. Eine Gedächtnisstruktur muss also erst entstehen. Wie sagt man so schön? Der Weg ist das Ziel. Mit anderen Worten, das Gedächtnis braucht also noch Zeit, um sich zu entwickeln. Vielen Dank fürs Zuhören.